Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im neuen Video und das fängt heute in der Tat ein bisschen stürmisch an, weil ich wollte gerade hier so in Ruhe Video drehen und guck mal da draußen, da geht echt die Welt unter. Da werden die Gefäße von der Nachbarin über die Straße gepeitscht, die Dachrinnen laufen voll und ich wollte eigentlich jetzt mal so ganz gemütlich drehen und ich glaube, ich muss erst mal gucken, ob Wasser in meinem Keller ist. Wahnsinn. Aber das ist kleine Einleitung. Die Natur kann super gebrauchen. Es kommt natürlich dann so in Massen. Ja, aber darum geht es heute im Video gar nicht. Ich wollte euch heute, ich habe was ganz Tolles Neues ergattert. Und zwar, ich habe wunderschöne Gläser. Zeige ich euch auch nochmal die Abmessungen. Und da habe ich einen ganz tollen Posten mit diesen dicken Gläsern ergattert. Und da wollte ich heute euch ein sommerliches Sträußchen zeigen, dass ich hier binde mit Getreide, der kleinen Sonnenblume. Und ja, dafür gehen wir gleich mal, draußen beruhigt sich's. Dafür gehen wir in den Arbeitsbereich, da drehe ich die Kamera um und dann fängt das Video an für heute. Bis dann! So, also ich hatte Gott sei Dank in aller Eile vor dem Unwetter meine Pflanzen alle in den Laden geräumt. Ich hatte nämlich Angst, dass die alle so zerschossen werden. Und das war auch eine gute Idee, weil ich habe dann auf dem Wetterradar gesehen, dass so eine lila Wolke herannaht. Und genauso war es. Also es war, ich glaube, das waren nur noch die Ausläufer, die ich gerade gefilmt habe. Und das Schlimmste, also als das Schlimmste war, da hatte ich die Kamera noch nicht parat. Wahnsinn. Aber ich musste es euch einfach zeigen. Und dann war ich gerade auf der Straße draußen und habe, mal gucken, ob man es in der Kamera sieht, das sind die Hagelkörner, die gerade draußen waren. Da habe ich gedacht, hoffentlich schmelzen die nicht so schnell, bevor ich das Video drehe. Also die liegen jetzt alle auf der Straße und das hatten sie auch vorher gesagt. Aber es ist ja trotzdem immer ziemlich krass, wenn man das dann so, schmeiße ich die mal auf den Boden. Ja, wenn man das dann so sieht. Ja, so ganz nebenbei habe ich gerade noch ein kleines Gesteck gemacht. Ich habe hier was ganz Süßes reinbekommen. Das sind so kleine Zinkgefäße. Die sind auf so einem Hocker drauf, mit so einem kleines Dreibein. Und dann habe ich einfach ein paar abgebrochene Blümchen genommen und habe die hier als Gesteck verarbeitet. Gibt es ja auch immer viel zu beachten beim Thema Gesteck. Soll ich das mal im Extra-Video auch nochmal machen? Weil da gibt es so, naja, ein paar Hinweise. Schreibt mal in die Kommentare. Dieses kleine Höckerchen wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich müsste es ja fast hier vorne hinstellen. Nein, ich habe es euch jetzt gezeigt. Also, das ist jetzt auf jeden Fall so eine kleine Arbeit, wenn jemand sagt, oh, ich möchte meiner Freundin was Kleines mitbringen. Dann ist es total süß. Ja? Und man kann ja auch von der Wiese ein Gras holen noch. Das muss jetzt nicht dieses Wuschigras vom Großhandel sein. Aber dieses Gras kann man sich aussehen. Bloß, wenn man es einmal aussieht, dann hat man es immer, weil das kommt nicht in allen Ecken und Mulden wieder. Es ist wunderschön, aber es sät sich auch weiter noch selber aus. Falls jemand sehen will, Panicum Fontaine, wir nennen es Wuschigras, aber der richtige Name ist Panicum Fontaine. Ja, und dann komme ich mal zu dem heutigen Video. Ich habe jetzt ein paar Röschen genommen, so kleine, schöne, orangene Röschen und eine Sonnenblume und wollte das Ganze mit ein bisschen Getreide binden. Und ja, wenn man so ein schönes Gefäß hat für die Sachen, das ist ja immer eigentlich das Allerwichtigste. Und jetzt habe ich hier, ich habe wieder einen richtig schönen Fang gemacht. Und zwar, ich habe neue Gläser bekommen. Ich zeige das jetzt mal in der Kamera. Ich hoffe, die stellt das überhaupt dar, dass die so, ja, dass die so schöne Blasen haben. Sieht man das? Ich muss mal gucken, ob ich eins habe, wo man die Blasen noch besser sieht. Oh ja, das ist eins, wo man die Blasen noch besser sieht. Und muss ich mal die Hand reinmachen? Nee, es ist echt schwer zu erkennen. Naja, ich versuche nochmal das auf dem Foto darzustellen. Das ist also jetzt ein ganz dickes, weißes Glas. So dick. Ich lege mal meinen Finger daneben. Ich müsste mal einen Zollstock holen und den dran halten, weil ich bin ja immer ein Fan von dicken Gläsern, wie ihr wisst, weil ein dünnes Glas kann man auch mal anfassen
Und dann hat man vielleicht auch einen Scherben in der Hand, wenn man zu kräftig zupackt. Und während ein normales Glas, ja, wie wir es kennen, diese dünneren, die haben ja so, naja, 2 mm ungefähr. Und das hier hat auf jeden Fall 5 bis 6 mm. Also es ist schon für ein Glas einfach so richtig dick und schwer und hat auch so, ja, man hört es auch, ne? Das ist so, ja, und diese Gläser, genau, jetzt mache ich mal weiter mit der Beschreibung dazu. Diese Gläser, das hat also jetzt 14 bis 15 cm Höhe, hat einen Durchmesser von 12 cm und diese Gläser würde ich euch für inklusive Porto für 20 Euro pro Glas schicken. Und ich sag mal, die sind so dick, dass die normalerweise, ich glaube, fast das Doppelte kosten und sind echt so schön. Und als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, ich nehme alle. Und ich wusste auch, dass sie ganz vielen gefallen. Ich kenne euch ja. Und deswegen habe ich einfach da mal ganz schnell den ganzen Bestand aufgekauft. Da zögere ich nicht lang. Und ich kaufe auch nur Sachen, von denen ich dann so richtig überzeugt bin. Und das war jetzt wieder mal so eine Sache, wo ich gesagt habe, das will ich haben für meine YouTuber. Und ja, gesagt, getan. Und schon war der Bestand im Großmarkt weg. So, dann habe ich ein Sonnenblümchen. So, ich gehe nochmal Getreide holen. Ich habe ein Sonnenblümchen. Und wie die Sonnenblumen ja so in ihrer Eigenart haben, die wachsen ja gern zur Sonne. Die Sonne war nämlich da. Und wir hätten die im Strauß eigentlich ganz gern so, dass die im Strauß gerade ist. Folglich muss ich einfach die Sonnenblume, ich nehme ja ein paar Blätter weg. Die Blätter brauche ich eigentlich eh nicht im Strauß. Ich mache ja andere rein. Und am besten ist es, die Sonnenblume mit einem schönen, dicken Draht zu drahten. Der sollte natürlich grün lackiert sein. Sieht man das grün? Ja, genau. Bei Floristik24 gibt es sehr, sehr schöne Drähte. Und grün lackiert auf jeden Fall, weil der schwarz lackierte, der rostet sehr schnell. Und der grün lackierte, der rostet, ja, also ich sage jetzt nicht mal gar nicht, aber nur die Schnittstelle ein wenig. Und schon Draht. Und schon ist die Sonnenblume Draht. Ja, so, ich schneide den Draht jetzt auch mit einer Drahtschere ab, weil letztendlich möchte ich ja, ist der Draht länger als mein Strauß wird. Das heißt, ich brauche ja gar nicht die ganze Länge bis unten. Dann habe ich Getreide. Getreide ist jetzt noch, naja, nicht alles, aber noch in großen Teilen grün. Es geht jetzt ratzifatzi und das Getreide wird gelb. Gelb ist es auch schön. Ich finde es grün natürlich noch schöner, aber das geht immer so schnell im Sommer, dass es kippt und dass es reif wird. Und für mich ist es immer der Wendepunkt des Sommers, der ja auch tatsächlich dann schon wieder ist. Wahnsinn. Und ich bedauere das immer total. Ja, dieses Getreide, da nehme ich jetzt auch einen Draht. Also ich brauche eigentlich so oft Drähte. Nehme auch wieder natürlich einen grün lackierten Draht, gehe um dieses Getreide rum und drahte das einfach fest. Wenn man das Gefühl hat, dass die Drahtstelle nicht fest genug ist, dann kann man immer noch eine Zange nehmen und einfach mit ein paar Umdrehungen nochmal die Drahtstelle enger, fester machen. Ja, bei mir ist auch manchmal, dass meine Fingerkraft nicht ganz ausreicht. Auch bei mir kommt das vor. Und dann nehme ich immer ein bisschen Werkzeug und schaffe dem Abhilfe und habe dadurch auch eine schöne, feste Drahtstelle. Ja, Getreide gehört jetzt im Sommer auf jeden Fall zu einem sommerlichen Sträußchen dazu. Dann haben wir unsere Rosen. Da machen wir natürlich wieder wie immer Laub ab, weil Laub nimmt dem Kopf Kraft. Laub nimmt dem Kopf Kraft und das ist immer so eine Diskussion. Viele glauben gar nicht, ja, wie wichtig es ist, die Rosen oder die Blumen auch richtig anzuschneiden und vor allem wissen die meisten gar nicht, wie viel Arbeit das eigentlich ist in der Anschnitt. Ich habe mich also mit jemandem unterhalten die Tage und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe da eine Floristin und ich habe eine Dame, die kommt immer zum Anschnitt und dann sagt er, wie zum Anschnitt? Sag ich, ja, die ganzen Blumen, die müssen angeschnitten werden. Wie ich dachte, die kämen so in die Vase. Nein, wir müssen also bei allen Rosen die Dornen abmachen, die Blätter und bis alles so angeschnitten ist, das dauert Stunden. Dann sagt er, ja, gibt es nicht Maschinen dafür? Ja, es gibt Maschinen dafür. Das Problem ist aber, dass wenn
gerade bei einer Rose, wenn jetzt bei einer Rose diese Haut von der Rose verletzt wird, dann verdunstet die Rose auch mehr und es geht wieder zu Lasten der Haltbarkeit vom Kopf. Also letztendlich ersetzt eigentlich doch nichts die menschliche Hand des Putzens. Und wenn wir die Rosen so putzen, dass eben die ganze, ja, hier nichts beschädigt ist, man sieht hier ist wirklich nur das Laub ab und hier ist nichts beschädigt, dann hält die Rose natürlich am besten. Das sind natürlich so Informationen, die die meisten nicht wissen. Und wenn man sich dann auch wundert, warum hält eine Rose, die ich wo auch immer kaufe, mit Laub hinstelle. Und da passiert es halt doch des Öfteren, dass da einfach die Köpfe, ja, dass diese Rosen die Köpfe hängen lassen. Und das ist einfach, weil die zu wenig Kraft haben, ja, sehr zu wenig versorgt sind und zu viel Kraft in die Blätter geht. Ja, oder ja, die Blätter nehmen dem Kopf zu viel Kraft. Sagen wir es mal so rum. Ja, ich muss auch mal überlegen, wie ich das Ganze formuliere, um das möglichst plausibel zu erklären. Ich habe jetzt noch ein Hauch Schleierkraut, kurzes, mache ich mit rein, weil ich möchte ja auch eine Verbindung zu meinem weißen Glas. Und diese Verbindung schaffe ich damit, indem ich das weiße Schleierkraut in das Sträußchen binde. Das ist jetzt eigentlich ein ganz kleines Sträußchen, ja, das ist jetzt wirklich nicht groß. Und ich nehme die Sonnenblume und binde nur einfach die drei Rosen ringsum. Muss auch gucken, dass ich den Sonnenblumenkopf ein bisschen gerad bekomme. So, dann auch, dass die Blätter vom Efeu, dass die nicht über diesen Kopf von den Rosen sind. Und außerdem möchte ich ja auch noch mein Getreide reinmachen. Das heißt, ich nehme dieses Bündelchen Getreide, so, mache das hier rein und nehme den Draht von dem Getreide. So, ich nehme den Draht von dem Getreide und wickel den Draht um einen Efeu-Stiel oder um einen festen Stiel rum. Weil wenn ich das nicht mache, dann kann es passieren, dass das Drahtbündel, weil das natürlich nicht fixiert ist, dass das wieder rausrutscht aus meinem Sträußchen. Und das ist ja nicht der Sinn der Übung. Ne? So. Ich habe hier übrigens auch einen traumhaften Efeu ergattert. Hier sieht man es gar nicht mehr so schön. Der hat dieses gelbe, so ein gelbes Laub, wenn der frisch austreibt. Und die Sorte habe ich eigentlich auch noch selten gesehen. Hier sieht man auch, die eben so wirklich so zart gelb austreibt. Das ist was ganz Seltenes. Das ist echt der Hammer. Und auch ich sehe immer wieder Sorten, die ich einfach noch nie gesehen habe. Und staune nur, was die Natur alles hervorbringt an Vielfalt. Und fand es also ganz, ganz toll. Habe ich auch im Topf, als Topfpflanze noch nicht gesehen. Ich kenne also wirklich viele Sorten. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Kirschlorbeer, den ich gleich in die Tonne mache. Da ist leider ein Schädling drin und den kann ich ja nicht verwenden. Also ich sage ja oft, was man verwenden kann, aber ich kann keinen Kirschlorbeer in Strauß binden, wo Löcher in den Blättern sind. Das geht gar nicht. Also sowas kann ich auch nicht dem Kunden verkaufen. Deswegen muss ich mir auch meinen Grünen immer angucken genau, muss das auch ausputzen, muss die schlechten Sachen wegmachen und dann kann ich das erst verwenden. Und was ich hier natürlich mache, ist jetzt, ich putze mein Grün während dem Binden. Das heißt, es ist immer dieses Angucken, ein bisschen knibbeln mit der rechten Hand, die linke Hand hält den Strauß, die rechte Hand schnappt das Grün, putzt das Grün aus und dann wird es reingebunden. Und ich sage ja auch immer, wenn ihr nicht so geübt seid, dann bereitet euch das Grün alles vor, legt euch das hin und ja, dass das alles parat liegt, so dass ihr eben nicht wie ich den Spagat machen müsst, mit der rechten Hand grün zu putzen und mit der linken Hand zu binden, sondern bereitet es alles vor, ja, schön auf den Tisch und dann ist das auch überhaupt kein Thema. So, und jetzt ist hier schon fertig mein Sträußchen mit Sonnenblume. Ein kleines Sommersträußchen, wenn also jemand sagt, oh, ich bin eingeladen, ich hätte gern so ein nettes kleines Mitbringsel, dann kann ich sagen, voilà, hier ist es. Und außerdem kann man noch sagen, wollen Sie auch noch eine hübsche Vase dazu schenken? Das ist natürlich auch immer toll. Und ich sage, oh ja, dann hat man hier also so eine schöne Vase, die sich sowohl zum Gestecke machen, ja, als auch zum Sträuße
reinstellen. Sehr, sehr gut eignet. Gesteck fürs Gesteck, wieso? Ich muss ja überhaupt nicht die Steckmasse mit irgendeinem Blatt einwickeln oder ich muss die überhaupt nicht verbergen, weil durch dieses farbige Glas, also farbig ist auch in dem Fall weiß, sehe ich die Steckmasse nicht und ich kann dann also ganz herrlich die Steckmasse verbergen. Ja, dann werden noch die Stiele schräg angeschnitten mit einem scharfen Messer. Ein scharfes Floristenmesser. Ich habe sie zuerst gerade abgeschnitten mit der Gartenschere. Sieht also, die ist bei uns echt viel benutzt, ja, so sieht sie auch aus. Aber die halten bei uns Jahre. Jahre. Das ist eine super Anschaffung. Lohnt sich total. Einige sagen, Margit, jedes Mal, wenn ich die Schere benutze, die ich von dir erworben habe, da muss ich an dich denken und sie ist genial. Ich höre also immer sehr gutes Feedback. Und weil, wenn jemand mit der Küchenschere, also mit der Bandschere, die Stiele anschneidet, das ist nicht optimal. Das sollte man also tunlichst lassen. Sondern ja, mit der Gartenschere, dann mit dem Messerchen noch ein schräger Anschnitt. Und schon habe ich doch, muss natürlich auch noch Wasser rein, klar. Und schon habe ich für diese Vase ein schönes Sträußchen gemacht. Ja, also das war jetzt so meine kleine Videoidee für heute und mein Angebot für den Glasversand von diesen hübschen weißen Gläsern, wo ich jetzt nochmal versuche, ob ich es irgendwie hinkriege, die Schönheit dieses Glases auf das Foto zu projizieren. Ich bleibe stets bemüht. Mal gucken, wie ich das viel schaffe im Licht da drüben. Ja? Also ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bestellungen wie immer an youtube@flowerstyle.de. Ist immer das Gleiche. Meine E-Mail bleibt immer gleich. Und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart. Und ich schicke euch einen sommerlichen Gruß mit Sonnenblume. Und draußen hat sich auch das Wetter wieder beruhigt. Also ist alles gut. Die Wolken sind weg. Die Unruhe ist weg. Und ich kann die Ladentür wieder öffnen. Und mal gucken, was ich als nächstes für eine Videoidee habe. Alles Liebe und bis ganz bald von eurer Margit. Tschüss!